Damit willkommen zurück zum neuen Part Baldur's Gate. Und wir schauen mal hinein, was wir hier machen können. Wir haben jetzt die Laute dabei. Können wir doch vielleicht ihn. Name. He must know more. We need to rouse him. Ich habe eine Laute gefunden, hat offenbar der flammenden Faust gehört. Es muss noch einen Weg geben, Flug zu brechen. Mal sehen, was ich tun kann. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Die Laute hervorholen, die gefunden hast, ein wenig spielen. Trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? You're Hulsin. Thaniel said to find you. You must help him. Please. I will. But I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. War irgendwas dabei, das uns einen Hinweis gibt? Etwas, das sich nicht verändert hat? Dieses Felsen überlassen darf nicht sicherlich ganz umsonst zurückgebracht haben. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Lavendel. Ist klar. Ja. Wir haben hier, by the way, noch was anderes zu tun. Also die Tieflinge. Dann müssen wir gleich nochmal hier Gifrig Frohns Relikt. Müssen wir gleich nochmal hin. Ich will kurz mit ihr hier reden. Vielleicht kann sie uns noch was sagen. The shadows haven't consumed you. Good. Ich habe Kefrit gesehen, er hat sich vor meinen Augen regeneriert. Gruesome, isn't it? I'm glad you survived the encounter at least. Did you learn anything more? Noch nicht, es gibt Teile des Turms, die ich nicht betreten kann. Kefrit nennt sich jetzt Auserwählter der Absoluten. Chosen? That's three masters Catherick has served. Our paladin isn't very picky. He's aligned himself with mind flayers. But I cannot see what he gains. Perhaps we can force it out of him once we have him up against a wall. Obwohl, das war vielleicht keine so gute Idee. Ich überlege es mir, das war keine so gute Idee, jetzt zurück nochmal zu Yahira und zum Nagel zu kommen und die Sache nochmal zu machen. Wenn wir jetzt. Wir haben es vorhin gesehen, wenn das wird so, das wird tierisch in die Hose gehen. Wir wurden vorhin mit dem, nachdem wir im letzten Part die Kobolde hingerichtet haben, wurden wir mit die, durch die Larve, wurde unsere Gedanken gelesen, was wir denn gemacht haben und dann ist diese Ork-Dame dann noch tiefer reingegangen und wollte wissen, wie es noch weiterging. Das heißt, es kann sein, dass uns das tierisch auf die Füße fällt. Sollen wir jetzt
weil wir ihr berichtet haben und dann die Quest nochmal zurückgehen, dass wir dann, dass das dann auffällt, dass wir, dass das dann irgendwie herausgekriegt wird. Da müssen wir wieder ganz tolle Gegenwürfeln, da müssen wir hoffen, dass die Würfel gut fallen. The great general is paranoid. Good. That means ganz genau, er ist paranoid. I'll wager it's the source und of das heißt, he'd protect that er wird wieder meinen Verstand durchsuchen. Und wird da Sachen finden aus der nahen Erinnerung. Then speak. Ja, verdammt. Trüffelhalsen am Seeufer. Ich werde mir erstmal das hier machen, bevor wir bei Helsen weitermachen. Hoffen wir mal, dass es gut läuft. Vielleicht finden die uns Vertrauen. Nehmen wir dann aber vielleicht die Chance, in ein verschlossenes Zimmer zu kommen. Um die Tieflinge noch zu befreien. Nochmal hier lang. Haus der Heilung habe ich eigentlich gar nicht mehr lang. Aber gut. Was so ist. Ach du Scheiße. Befürchten wir da jetzt lang gehen, dass wir da hier. Egal, wir sind hier noch nicht. Und dann müssen wir es mal erforschen. So viel treten ist nicht in eine große Falle. Irgendwie schon. Ich hoffe, die kriegen wir besiegt. Ich finde sie verschwinden. Hier können wir was angreifen, was wir nicht sehen. Der Weg ist unterbrochen. Wie können wir den Schatten besiegen? What path lies before me? I'm heating up. Count on me. Time to strike. Kommen die dazu. Gut, die können wir wegen nichts besiegen. Die sind nicht ganz so stark. Die Schatten zeigen sich. Heiliges Licht. Sehr schön. Einer der Schatten ist weg. Dreifacher Schutz auf Schattenherz. Okay.
Okay, das ist nicht gut. Erledigt. Da drüben ist jemand. Das muss erstmal reichen. Das hält doch keiner aus. So, Schatten, zeige dich. Fantastisch. Mein Schatten ist noch da. Sehr schön. Badische Inspiration auf unsere Barbaren. Und draufhauen. Mach alle. Sehr schön. Hit schon viel Schnacken, na toll. Mach's, Anna. Sehr schön, zwei noch. Sehr schön, er stirbt und brennt. Einmal Schutz auf Rätsel. Da müsstest du nur den Schatten irgendwie klein kriegen. Zeig die Schatten. Irgendwann muss er ja angreifen. Ja gut. Irgendwo hier wird er sein. Wir können jetzt angreifen, was wir nicht sehen. Oder können wir das? Schattenverschmelzung. Tja. Irgendwann wird er angreifen wollen. Das finde ich gerade ein bisschen weird. Dann verlass nochmal den Kampfplatz. In welche Richtung müssen wir? Ja, etwa in diese Richtung müssen wir.
da entlang. Und wenn der Schatten sich nicht melden will, dann hauen wir halt ab. Vielleicht wird er uns ja folgen und er sieht, dass wir uns hier zuziehen. Aha! Das ist mir. Schön, dass ich von hinten kommen kann. Hinter dir. Vielleicht der nächste. Und der letzte Schuss. Oder der vorletzte. Schattenfell, mach's zu Ende. Sehr schön. Jo, hier müssen wir weiter. Müssen wir wieder durchs Haus der Heilung oder was? Sieht fast so aus. Gefällt mir eher weniger, aber gut. Doch noch irgendwie dran vorbei. Hier zum Beispiel. Straße nach Baldur's Tor. Oha, nö. Da wollen wir gerade noch nicht lang. Das ist interessant. Aber wir wollen woanders lang. Wissen wir, dass wir hier lang können, wenn wir da mal lang müssen. Das gibt mir jetzt einiges, wenn wir da lang gehen. Dann laufen wir mal um das Haus drumherum. Oh, verdammt. Jetzt überlebt das Schattenherz nicht mehr. Kämpfen uns durch. Noch mehr Schatten, okay. Todesalt. Okay. Das geht nicht so gut. Ich muss den möglichst weit besiegen. Oh, nicht gut. Lassen uns nicht töten. Schattendogge, ach du Scheiße. Was haben wir denn hier vor uns?
Fehlstab. Ja, fantastisch. Die guten Angriffe haben wir schon verbraucht. Das ist nicht gut. This is my happy place. Gar nicht wissen, was passiert, wenn wir der mal richtig einsetzt. Deswegen besiegen wir den am besten bevor er es kann. Schattenherz geht's schlecht. Interessant, der Kampf gegen Schatten. Ich brauche Heilung für mich selbst. Schattenherz muss überleben. Okay. Schon wieder daneben. Gibt's doch nicht. Das war ja nicht so effektiv. Fehlstart. Na toll. Zu Kardach. Fäll den Baum. Sehr schön. Ach du Scheiße. Geh gleich da unten. Oh, Schatten. Schattenherz. Muss mich jetzt mal selbst heilen. Viel kann ich nicht mehr machen. Müssen wir in der nächsten Runde machen. Ja, aufhelfen. Na komm. Sehr schön. Das ging daneben. Sehr schön. Verdammt. Zwei schon am Sterben. Sie verfluchten Schatten. Das ist doch nicht wahr. Und beide Heiler tot. Ja, muss man gerade eben. Schattenherz aufhelfen. Und Heilung auf dich selbst. Dann können wir Schattenherz heilen. Das wäre natürlich gut. Hat aber nichts gebracht, aus irgendeinem Grund. Bin ich irgendwie in Sicherheit? Nicht gut. Ja, nu. Zug noch nicht beenden. Wir sind jetzt am Zug. Kader ist dran. Kardach muss draufhauen. Das ist wichtig.
Einer weniger. Aufhelfen kann man nicht mehr. Das ist schlecht. Schildhieb. Mit dem Zorb gelungen. Sehr schön. Zwei Kämpfe nacheinander ist auch ein bisschen hart. Mein Zug. Mal aufhelfen bitte, damit das Würfel nochmal zurückgesetzt wird. Tja, verdammt. Ja, doch ist der einzige, die noch angreifen kann, effektiv. Das tut es aber auch erfolgreich. Das ist eine weniger. Krieger aufhelfen können wir nicht mehr. Wir müssen uns ein bisschen aus der Schusslinie ziehen. Ja, weiß ich nicht. Sind alle fast tot. Man greift es aber als nächstes Nirmor an. Fehlschlag, sehr schön. Schon wieder am Sterben. Kadach am Sterben. Wenn die Sonne am Sterben ist, dann sind wir am Arsch. So einen Trank habe ich natürlich nicht mit dabei. Ich kann ja auch nicht aufhelfen. Nicht gut. Na komm, halt aus. Und jetzt ist die einzige, die noch da ist. Wir müssen K noch aufhelfen. Heilen können wir irgendwie nicht. Ich hoffe, dass wir ihn wiederbeleben. Sollte auch irgendwas helfen, aber. Kanach kann jetzt natürlich nicht einsetzen. Wir sind so am Arsch. Puh. Wie soll das jetzt was werden? Wer ist sie tot? Spiel vorbei. Ach, verdammt. Und die Kammer geladen. Zum Glück haben wir gespeichert. Wir sollten eine lange Rast machen, bevor wir also zwei Kämpfe nacheinander von diesem Kaliber. Vergiss es. Das war aber auch abzusehen. Hätte ich wissen müssen. Das hätte nicht gut gehen können. Schnadebildschirm. Verwende mittlere Maus, das ist der Maus nach rechts bewegen, die Maus nur nach links um die Kamera zu drehen. Aha.
Können wir hier eine lange Rast machen? Oder werden wir währenddessen angegriffen? Sind wir zu nah dran? Na egal. Wenn wir wieder aufwachen, sind wir eben. Beginnen wir uns eben Kampf. So, ganz lange Rast. Gesprächsbedarf. Okay. Ein Spiegelbild, oh Gott. Der macht keinen Blödsinn. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Ist das gerade ein guter Moment? Gladly. Simply follow yonder path and soon you will find him. Okay. Erstmal eine lange Rast oder was? Okay. In dem Gespräch. Während des Schlafs. Okay. This time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Ist atemberaubend, ist der Stern im Hörwerk. Gott, er wirkt heute ganz besonders philosophisch, geht's euch gut? Warum habt ihr mich gerufen? Ich fürchte, das ist nur Fantasiegebilde. I wanted to see you. While I still could. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty. And wonder. And with company to match. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Ist das für euer Wunsch, für das Versprechen von Mistras Vergebung zu sterben? Eure Würde ist schwer, aber ihr seid gewachsen. Denkt an das Gute, das euer Opfer bewirken wird. Es ginge es nur um euch. Wie viele werden sterben, wenn ihr das Ding in eurem Inneren fesselt? Habt ihr keine Angst? Ich weigere mich zu glauben, dass dies das Ende sein soll. Wir finden einen anderen Weg. Babel Crone. Coward or hero, death is assured. Mistra's forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it. On my own terms.
Nichts ist unausweichlich, nicht wenn wir zusammenhalten. Ihr müsst nicht sterben. Klingt entschlossen, wie ihr weiteres Vorgehen aussieht. Eure Bedingungen, aber andere Leute leben. Was ist mit allen hier, mit dem Tod reist? Und seid ihr euch so sicher, dass es unvermeidlich ist? Wir haben das Herz absolut noch nicht einmal gefunden. I can feel it. Das hier. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon, even in this place. Wenn ich irgendwo hingehe, ihr bleibt an Flammen eurer Seite, was immer der Morgen bringt. Mich nicht mit anhören, wie euch selbst begleitet, so wie ich gute Nacht gehe. Also eigentlich, ich hoffe, wir sind dann nur geheilt. One moment with you could sate me for a lifetime and prise the fear from my heart. I'm so very glad you came to share this with me. I know this is all unreal, but I created it for you. You must know that you're very special to me. If things were different, if we were home, I'd have taken time to do things properly. To say it all better, but time is short. I'm in love with you. Das habe ich schon gewusst. Ich freue mich, um ihn zu küssen. Bin auch in euch verliebt, ich habe wieder eure Gefühle nicht. Gale. Du brichst sein Herz nicht, was eh schon am explodieren ist. Aber. I see. Well, perhaps this is for the best. Should my time be short, you will not be wounded too deeply by my absence. Thank you for spending this time with me. Ja, das ist doch nicht unwahr. Also ich meine, Gale ist jetzt nicht... will es nicht herzlos sein, aber... Bei anderen Charakteren hier im Spiel wäre ich trauriger und drauf gehen würden. Um es mal so zu sagen. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Und so, wir haben zu kämpfen. Um das den Weg voranzubahnen. Da wollen wir lang. Ja, entweder wir gehen hier mitten durch oder wir kämpfen uns den Weg drumherum. Ich würde das vorschlagen, drumherum kämpfen, aber. Schatten. Wir können einen Sneak-Angriff machen. Fast schon ausgeschaltet, den ersten. Vielleicht können wir das Kampfgebiet ein bisschen verschieben. Ist dann kein Weg frei. Ich nehme Bewegungsrate. Naja. Kardach kämpft jetzt hier drüben oder was?
Frustration verloren. So, da wären wir. Wir müssen den Schatten ausschalten. Sehr schön. So, ihn von hinten stich ihn in den Arsch. Kritscher-Treffer. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Irgendwie ein bisschen unfair. Aber gut. Level 5 Kämpfer. Diesmal sind wir besser vorbereitet. So mach ihn alle. Na komm. Ist den Baum fällen. Gütiges Ziel. Er ist eh schon down. Wie können wir hier überhaupt angreifen? Tja, sag das so. Wir können es nicht bewegen. Ist ja fantastisch. Dann machen wir ihn alle. Nochmal ein Higher Ground. Auch gut. Der Schatten, komm mal hier hoch. Rettungswurf gelungen. Sehr schön. So fällt den Baum. Sehr schön. Schon jetzt wird hier mal ganz schön vermöbelt. Was, wieso haben wir gerade angegriffen? Was soll denn der Müll?
Die Attribute wie die. Interessant. Schatten ist aufgetaucht. Und die greift an. Sturzschlag. Oder nicht. Sehr schön. Die Schatten weg. Ah, nicht schon wieder Schattenherz. Sie darf nicht ich selbst sein, verdammt. Die ausschalten. Oha. Wen haben wir da erschossen? Ach, dieses Schattendocker. So Mist. Verdammt, Mann. Schön Herz aufhelfen. Damit sie wieder angreifen können. Gerade nicht. Sehr schön. Und die kommen mal nach draußen. Komm spielen. Fading, der sich zurück verdrückt. Herz, Heilung auf dich selbst. Ah, oder auch nicht. Und gutes Ziel. So, Wundi, wo bist du? Komm, hol ein Stückchen. Ach, ich hätte doch heilen können. Nicht dumm. Ich darf keine Rüstung tragen, what the fuck. Irgendwie bringt das nichts. Muss auf andere einsetzen. Na, und ich komme raus. Failing. Kein Ziel.
Irgendwann wird er sich schon noch zeigen. So nämlich. Ah ja. Ja, wir können nicht angreifen. Wir sehen nichts. So nämlich. Fauliger Tumor. Ach. Was ist denn mit der Locke? Hat die was dabei? Nee, natürlich nicht. Gut, dann mal weiter. Am Ende müssen wir da doch wieder rein. So, ich würde mal vorschlagen, lange Rast. Ob man die. Wir haben eigentlich nicht die Slots dafür, aber was soll es? Um ständig lange Rast zu machen. Wir müssen nach einem Kampf wieder aufladen. Ob es gefällt oder nicht. So, und weiter geht's. Heil aus, ja. War ja sehr heilend. That might be worth a look. Nein, nein. Oh, hier ist ein Erdhaufen. Können wir schaufeln. Xonschuppen? Mhm. Und Geld. So kommen wir hier drum rum. Müssen wir nicht durch das Haus der Heilung durch. Und die rennen da runter. So, wie kommen wir jetzt hier lang? Da geht's nur rein.
gut, hops. Jetzt will ich hier mal runterrennen. Runterhüpfen und die anderen wäre einen leichteren Weg gefunden. So, aber hier wollen wir doch lang. In diese Richtung oder? Nein, in die andere Richtung. Hier hinauf. Our hero thought but of treasure ahead. Ach, did not consider the peace of the dead. Through the dark they went creeping, and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which they themselves fed. Ooh, spooky! Eine Warnung, nicht weniger. Ihr macht euch doch keine Sorgen um mich. Wie lange habt ihr hier rumgestanden und diesen kleinen Vortrag geübt? Würde ich damit sagen, dass hier das Tod ein Schatz liegt? Until it was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Aha. Was für Gefahren sind das? Ich kann schon auf mich aufpassen, Raphael. Soll ich mich etwa umdrehen, das weitersuchen? Intrepid as ever. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Vergiss es. Gut, dann setze mich ins Bild. Woher wisst ihr überhaupt, dass es gefährlich wird? Ihr kennt meine Rolle, auch wenn ihr das nicht tut. Ich muss Heffel töten. Kommt bitte zur Sache. My dear friend, I think you'll find I play my part in many a plot indeed. Cannot the same be said for you these days, true soul? Ah, I had an inkling that was one of your main motivators. Delighted to see it confirmed. You're welcome to give it your best shot, of course. It's just that, well, the man has proven to be more or less resilient to death. Which is not the only thing to face. Die haben schon andere Schlachten geschlagen. I already did. If, through the dark, you go creeping and awake what is sleeping. Chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Schluss jetzt mit dem Kauderwelsch verschwindet. As you wish. I'll be pleased to follow up on your little escapades in your camp one of these nights. Should you live to tell your tale, Fremd, that is. Until then, adieu. So, dann sollten wir hier mal unbedingt speichern. Gut, das wird brutal scheiße, aber auf geht's. Was soll schon schief gehen? Noch zum Bosskampf. Klopf. Zirel, Minthara, whoever you are, leave. I shall carry out General Form's will alone. Ne, das Redikt. Ein Knopf.
Marmorplatte. An open tomb. Empty. I'm sure of it. Not ominous in the slightest. Maybe Shao's presence is near. Watch how you go. There's a trap. That's not going to work. Die anderen sind auf die Falle gelatscht. Das ist ein bisschen. Könnt ihr mal bitte nicht? Disarm traps? What a lucky day. Unless something terrifying already tricked them. Müssen wir über jede Falle laufen. Weiter. Können wir bitte nicht über jede Falle laufen. Noch ist irgendwie nichts passiert, aber. Hat jemand einen Relikt gesehen? Das ist ganz besonders großes und berühmt bekanntes. Das kann hier nicht in irgendeiner Ecke versteckt sein. Noch eine Skulptur. I'll give it a shot. Bones everywhere. Someone's been engaging with Dark Thorn's ancestors, desecrated and arranged into foul artworks. But why? Ja. Hier ist nichts, lass uns wieder gehen. Not wanted. Not needed. Leave. This place is not for you. Go no farther. Ist so nichts. Here lies Melodia Thorm, beloved wife and mother. A Armiel Tellere Manon here. I'm catching an insignia. Not sure what it means, though. Blickiges Buch. Hier ist nicht. Kein Relikt hier. Sun Elg Olaf. Here lies Isabel Thorm. Ketherick had a daughter. Wonder if she was lost to the shadows. Ketherick Thorm, leading Shah's forces. Quite the about face for a warrior of Saluna. Tja, die Fallen scheinen mich auszulösen. It's Moonrise, or it used to be. Ketherick Thorm, bowed by grief for his daughter. This place is hungry for blood. Joa. But that will fit in my bag. Eine Tempelkarte. Aha. Eine handgezeichnete Karte von den Gruben der Schar. Das Labyrinth der verschlungenen Kammerngänge erstreckt sich über mehrere Ebenen. In ihrer Mitte erhebt sich eine riesige Statue der Schar. Hier und dort sind Anmerkungen, gezackte, krakelige Handschriften, intakter
Flügel, Städte der Buben, zerstörte Flügel, irgendeine Präsenz, Berichte von seltsamen Geräuschen, Ratten, warum so viele verdammte Ratten? There's a temple under this place. And something deadly sealed inside it. Aha. Den Sarg nochmal näher untersuchen. Ja, wird langsam langweilig hier. Bei dem hat nicht geklappt. Finde ich nichts. War ja sehr erfolgreich. Nun. Hier ist nichts. Zurückgesetzt, sprich mit Damon. Ja, zu viel zu dem Relikt. Das tragen wir wahrscheinlich bei uns. Finde heraus, wo in den Türmen des Motors konstitutiv festgehalten werden. Müssten wir mal einbrechen und das ist ein bisschen uff. Gut, dann gehen wir erstmal hierhin zurück. Der Bosskampf. Und lässt wohl noch auf sich warten. Ich hatte da jetzt einen schweren Kampf erwartet, aber ja. Keiner da. Seems like a good moment to talk. There you are. I was wondering where you'd run off to. Well, two things. Good news and bad news. Du warst mit der schlechten Kunde. Was wollt ihr zuerst hören, Karloch? The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlik to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. So come on. Ist schlechte Nachrichten. Let's get this show on the road. We need to find that iron. Freu dich nicht zu früh. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. It'll keep. I have infernal iron to find. Karlak, believe me, this isn't something you should... Let's move! At least let me show you where to look. I'm not sure the infernal iron will still be there, but I can show you a few places of interest. Was ist die schlechte Nachricht? How fares the search? Was ist schlechte Nachricht? Hear that? All I need is a second bit of infernal metal. Ach, Karlach, du. Okay. This is so exciting. Let's make tracks. Okay, wo haben wir denn hier? Noch mehr infernalisches Eisen. Da waren wir doch gerade eben. Warum haben wir das nicht mitgenommen?
Der Weg dahin ist nicht gerade leicht. Gut, dann versuchen wir es mal Treffeisen am Seeufer. Ich hoffe, dass es damit der Story nicht weitergeht. Und wir haben noch Tieflinge zu retten. Wenn doch, müssen wir zurückkehren. Dann gehen wir mal zum Wasser. Hier waren wir, glaube ich, noch nie. Auf der anderen Seite. Schwimmen können wir dadurch nicht. Dann können wir hier. Ja, machen wir hier einen langen Weg. Gehen wir mal durchs Bootshaus. Warum nicht? Look after you and yours. We've lost too many good souls as it is. Danke. Ah, nee. Da ist nichts drin. Da ist überhaupt nichts drin. Die Zwerge, das ist schon mitgenommen. Wo treibt sich denn diese Reise rum? We kept out safe. That's what matters. Couldn't have done it without you. Nichts zu danken. Faust Markus. Können wir mal schaukeln. Ausgrabung, Bulle 5. Wir kamen die Kisten aus. Nichts dabei. Verdammt.